Hallo, hallo. Und auch heute grüße ich dich ganz, ganz herzlich zu dem heutigen Video. Heute haben wir schon wirklich, also fast die erste Woche geschafft im Mai. Und wir haben heute auch eine besondere Konstellation. Und ich schaue für dich und deine Zwillingsflamme. Und zwar, wir haben heute auch eine Wahnsinns-Venus. Ja, Venus-Konstellation, denn Venus wechselt in den Krebs, ja. Und es geht auch wirklich aus den Zwillingen in den Krebs, also im Wasserzeichen Krebs. Und dann kann diese Venus, also der Planet Venus, ihre romantische und fürsorgliche Ader voll auch ausleben. Und also wir können auch unsere Zuneigung mehr zeigen und... Ja, das ist so ein tolles Gefühl und das versteht sich auch natürlich mit deiner Zwillingsflamme mehr. Dieses Gefühl der Verbundenheit, der Liebe ist da. Venus im Krebs kann wirklich eine gute Konstellation sein, auch in der Beziehung und wirklich auch emotional sich anzunähern. Und da unterstütze ich dich mit meinem Venus-Ritual. Melde dich dazu an. Ja, und wenn du jetzt auch in so eine turbulente Zeit vielleicht auch bist und ja, es geht hier auch um deine Werte, ja, dass du sagst, ich will jetzt mit meiner Zwillingsflamme wirklich in vertraute Zweisamkeit kommen, ich möchte diese tiefe Liebe leben, dann melde dich dazu an. Und jetzt habe ich hier so einen tollen Orakel mit, und zwar Orakel Visions. Und wir schauen jetzt, wir ziehen jetzt einige Karten, so, und wir schauen jetzt, was sind so seine Gedanken, was sind seine Gefühle. Mhm. 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 Und wie entwickelt sich das weiter? So, also eine kleine Neunerlegung. Ich kann ja einige Klärungskarten auch natürlich für dich noch auswählen, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt erstmal hier einige Karten, ja? Ui. Also seine Gedanken drehen sich wirklich, soll ich oder soll ich nicht? Ja, soll ich oder soll ich nicht, wie du siehst, hier die Gedanken ist ja scharf oder matt. Was soll ich machen? Soll ich den Schmetterling reinfliegen lassen, rauslassen? Was soll ich tun? Das sind so seine Gedanken. Also er fühlt sich zwar so getragen, sage ich jetzt mal, so von dieser Energie, aber trotzdem, da ist immer noch eine Maske da. Und es geht wirklich darum, diese innere Mitte, den Ursprung zu finden für ihn, ne? den inneren Ursprung zu finden, wirklich, dass er dich wirklich mehr liebt, als du denkst, ja, das ist wirklich so, das sind so seine Gedanken. Und wir schauen jetzt die Gefühle an, die Gefühle sind zwiespältig. Also wie du siehst, da ist auch eine Grundtraurigkeit da, aber da ist auch so eine Liebe da. Also er fühlt auch deine Liebe, er fühlt ja auch deine Zuneigung, er fühlt ja auch deine Nähe, er spürt das. Also auch wenn er dich nicht sieht, ihr seid jetzt auch über Raum und Zeit miteinander verbunden. Und ich finde, das spielt schon hier wirklich eine wesentliche Rolle, ja. Und es geht auch wirklich darum, ja, dass auch gerade an diesem Tag auch wirklich, ja, dass du das auch wirklich annimmst und auch optimal nutzt. Weil wenn im Außen der Venus jetzt so mitspielt, dann sollst du auch wirklich ihm auch dabei unterstützen. Er kommt richtig gut im Fühlen. Ich sehe jetzt hier schon, für den einen oder den anderen wird auch die Zeit eine Rolle spielen. Vielleicht bist du schon ein halbes Jahr
schon in diesem Prozess, also die 6, die 5, die 7, die 8 spielt dir eine Rolle und du weißt, dass der Schlüssel bei dir ist und also dass du weißt auch, dass er so der Puzzlestück ist in deinem Leben. Du weißt, dass er also diese gewisse etwas auch verkörpert und ja, wie gesagt, Ritual, schreibst du mir euren Namen, Geburtsdatum, dann schaue ich da drauf. Also es geht wirklich darum, in die Balance zu kommen. Das ist wirklich ein super Tag, weil ich denke, das ist das A und O für dich, dass du ausgeglichen bist. Und dazu sollst du in dich hinein lausche in dich hinein und finde wirklich heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt, weil du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich, also lieb dich mehr, als du denken kannst. Und jetzt lese ich dir ein Gedicht von Christian Fricke aus dem Buch Was es ist. Schließe deine Augen. Der Abend blau im Dämmergrund, zeigt sich der Mond heut kugelrund und blickt mir sanft in mein Gesicht. Ich schau zurück ins helle Licht und blick ihn an ihn seiner Pracht leise naht, die laue Nacht. Sein Antlitz ist so schön und falb, ganz rund und voll, doch bald schon halb. Dann wird er wieder von mir gehen, ist später kaum noch mehr zu sehen. Und dennoch weiß ich, er ist da. Tag und Tag und Jahr um Jahr. Ich sah, was ihm am Leben hält, ein Sonnenkuss, der ihn erhält. Und wie der Mond die Sonne braucht, so brauch ich dich mit Haar und Haut. Ja, das war die Legung. Ich freue mich. Schreib mir auch einfach in die Kommentare, wie dir das gefallen hat. Freue ich mich sehr. Ich sage Dankeschön und bis ganz bald.